Imatra, ganz im Südosten von Finnland, ist beliebt bei Besucherinnen und Besuchern aus Russland. Sie kommen hierher, um Dinge einzukaufen, die es wegen der Sanktionen zu Hause nicht mehr gibt, und um Sehenswürdigkeiten wie den fast 100 Jahre alten Staudamm zu besichtigen. Normalerweise werden die Schleusen zur Musik des finnischen Komponisten Jan Sibelius geöffnet. Jetzt bekommen die Gäste aber auch die ukrainische Nationalhymne zu hören. Und längst wird auch darüber diskutiert, ob Gäste aus dem Nachbarland hier überhaupt noch willkommen sind. Ich denke, Touristenvisa sollten jetzt eingeschränkt werden, und zwar sehr stark. Ich sehe keinen anderen Weg, um russische Politiker zum Nachdenken zu bringen, außer durch die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ihrer Bürger. Ich denke, das ist ein wesentlicher Faktor. Viele russische Touristinnen und Touristen verstehen nicht, warum jetzt sie persönlich für den Krieg verantwortlich gemacht werden sollen. Viele Jahre sei man gerne hergekommen, erzählt Mark. Wir verstehen die Ukrainer. Einige Russen mögen diesen Krieg auch nicht. Nicht alle Russen sind für Putin und die Regierung, und alle Menschen müssen das verstehen. Aber wir können ja nichts machen. Die Regierung Finnlands unter Premier Sanna Marin drängt am Wochenende bei einem Gipfeltreffen der nordischen Länder und Deutschlands auf ein Einreiseverbot für russische Staatsangehörige in den Schengen-Raum. Normale Russen haben den Krieg nicht begonnen, aber gleichzeitig müssen wir erkennen, dass sie den Krieg unterstützen. Ich denke, es ist nicht richtig, dass russische Bürger reisen nach Europa und in den Schengen-Raum einreisen, Touristen sind und Sehenswürdigkeiten sehen können, während Russland Menschen in der Ukraine tötet. Das ist falsch. Die russische Bevölkerung und ihre Führung will der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nicht in einen Topf werfen, schon gar nicht, wenn es um deren Reisefreiheit geht. Viele Leute hätten sie genutzt, um aus Russland zu fliehen, so Scholz. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, sollten es nicht noch komplizierter für sie machen, die Freiheit zu erlangen, das Land zu verlassen, um von der Führung der Diktatur in Russland wegzukommen. Leadership and the dictatorship in Russia. Der deutsche Kanzler stellt sich damit nicht nur gegen die skandinavischen Länder, allen voran Finnland, Schweden und Gastgeber Norwegen, sondern auch gegen die baltischen Staaten. Estland etwa lässt ab Mittwoch russische Bürger mit einem estnischen Visum nicht mehr einreisen, nur noch mit Visa anderer EU-Staaten. Das sollte eigentlich im ganzen Schengen-Raum so gelten, findet der Bürgermeister der finnischen Grenzstadt Lappeenranta, ganz in der Nähe des berühmten Staudamms, trotz der Nachteile auch für seine Bevölkerung. Wenn russische Touristen nicht herkommen, werden die Unternehmer natürlich Einnahmen verlieren, und das ist bedauerlich. Es wird aber immer noch als so grundlegend wichtig angesehen, dass ein unabhängiges Land nicht angegriffen wird und Menschen im Krieg sterben. Das sind viel größere Werte, da stehen wir stark hinter der Ukraine. Hier in Lappeenranta hat man nicht erst im Krieg gegen die damalige Sowjetunion Mitte des vorigen Jahrhunderts seine Erfahrungen mit dem größeren Nachbarn gemacht. Und auch hier werden russische Gäste jetzt mit der ukrainischen Hymne beschallt. Sie erklingt jeden Abend aus Lautsprechern über dem Rathaus der Stadt.